So, was machen wir heute in Summer in Mara? Ja, im letzten Part sind wir mit dem Kutter ein bisschen rumgeschippert. Da haben wir so ein bisschen versucht, neue Orte kennenzulernen. Wir haben neue Orte kennengelernt. Ja, jetzt brauchen wir Schachtel Pralinen. Es ist unmöglich, nur eine einzige Praline zu essen. Das stimmt. Die müssen wir wahrscheinlich irgendjemandem übergeben. Die Pilzen hat's gebracht. Sehr gut. Na dann versuchen wir heute mal Taucherbeulen zu kriegen. Versuchen mal herauszufinden, welche hier im Laden vielleicht. Wir haben kein Geld, das ist das Problem. Es seien die Kosten nicht zu viel. Geschlossen und geöffnet zwischen 10 und 16 Uhr. Ja gut, dann warten wir halt ein paar Sekündchen. Eine halbe Minute. 9:50 Uhr. Sekündchen. So. Und offen hat's. Ich habe die 5 Briefe gelesen. Sie waren nicht weiter wichtig. Die Kram hatten sich wirklich total verirrt. Habe ich doch gesagt. Zum Glück fungiert mein Laden seit einigen Jahren auch als Postamt. Halte wieder weiter nach Postkram Ausschau. Wie ist's? Der hat doch einmal was Wichtiges dabei. Als Gegenleistung kann ich dir hochwertig anbieten. Ich brauche Geld. 25 haben wir. Ah, Taucherbolle. Können wir kaufen. Für 40. Können wir hier vielleicht irgendwo unser Inventar verkaufen? Das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Irgendjemand uns unser Zeugs abkaufen will. Die Schachtel Pralinen zum Beispiel. Tja. Reden wir mal mit ihm. Ja, handeln ist jetzt gerade nicht wirklich möglich. Reden muss man können. Handeln. Hat jemand Taucherbeulen für günstig? Ich habe etwas zu tolles Fressen für euch drei. Das ist Pilzsuppe. Wie geht's? Wie kannst du es wagen, uns dieses Gericht zu bringen? Noho hat mir gesagt. Der Alte hat wohl seinen Verstand verloren. Ich habe Angst. Komm, bring dieses scheußliche Gericht fort von hier. Und bring das hier zu Noho. Ich bin mir sicher, er wird sich freuen. Nein, es reicht. Ich habe genug von den Spielchen zwischen euch und Noho. Ich mache nicht mehr mit bei euren Spielchen. Pilzsuppe überreicht. Cool, wir haben nachgedacht und wir glauben, dass wir nicht sehr fair zu dir waren. Was meinst du? Unsere Schulden. Wir wissen, dass du sie bezahlt hast. Das stimmt. Hier, das ist ein Geschenk von uns. Was ist das? Ein Sack Dünger. Du kannst damit deine Pflanzen düngen. Oder du kannst ihnen Erdegang geben. Er wird ihn nützlich finden. Danke. Wie nimmt er es als Bezahlung? Bringt Erdegang einen Sack Dünger. Okay. Wie sieht's mit der Quest aus? Quest, okay. Hier, diese Karte haben wir im letzten Part erkundet. In den letzten Parts. Mehrzahl. Quest sucht die Gegend. Ja, das ist die Halskette. Könnte ich da noch nicht finden, weil ich noch nicht weiß, wie man taucht. Da muss ich mir erstmal anschauen, wie das geht. Also, da habe ich noch nicht rausgefunden. Kauft die nötigen Zutaten. Ja, hier habe ich noch kein Geld für. Bringt Kalebs Geld zu Illegalen, um seine Schuld zu begleichen. Zeige dich bei Illegalen, erkennt dich, indem du ihn mit Tintenfass bringst. Das kann ich auch noch nicht machen. Fange ein paar Fische, um Mario zu helfen. Oh, vielleicht können wir Mario jetzt helfen. Spreche mit Noho für einen neuen Auftrag. Sogar mehr Farbe für Napapo. Vielleicht können wir das machen. Farbe für Napapo. Hat jemand irgendwie Stifte? Ich brauche eigentlich. Nee, so viel Geld habe ich nicht. Wo kriege ich Geld her? Das ist hier.
Das Spiel mag mir kein Geld geben. Das ist hier wirklich. Wir gehen erstmal zu dem alten Heizabschneider. Vielleicht kann der. Vielleicht zeigt er sich erkenntlich. Edgar, die Marktfrauen haben mir gesagt, dass du das hier gebrauchen kannst. Nicht schon wieder. Schon wieder? Ich habe einmal einen Fehler mit einer Bestellung gemacht und aus Versehen 10 Säcke Dünger bestellt. In der ganzen Bank stand es fürchterlich. Die machen sich die drei lustig über mich. Ey, sind wirklich gemein. Haben sich auch nicht verbessert. Ich habe gesagt, wir hören jetzt auf mit dem. Und jetzt nerven die den anderen. Bring den Dünger bitte fort von hier. Und die deine Pflanzen damit düngst, wachsen sie besser. Ey, was? Was ist dein neues Rezept Dünger? Ah, cool. Jetzt kann ich Dünger selbst herstellen. Ich brauche noch keine Pflanzen und Samen. Deinem Alter habe ich meinem Vater in der Bank geholfen. Ein bisschen Arbeit bringt dich schon nicht um. Okay. Ja. So, wie sieht's jetzt mit den Quests aus? Ich brauche irgendwoher noch Geld. Oh, auf die Karte können wir. Aha. Das war jetzt die Karte, wo ich das jetzt herkriege, oder was? Und was hat das jetzt für einen Sinn? E auf der Karte. Ja, das ist klar, auf der Ponyhöhle. Zutaten. Okay, 2 Zwiebeln. Vielleicht können wir es uns leisten. Vielleicht können wir uns die Zwiebelnreise leisten, dann können wir zumindest eine Sidequest erstmal erledigen. Das mit der. Das mit den Tauchbrüllen, ja, müssen wir mal gucken, wo wir Geld herkriegen. Sonst muss ich jetzt Ewigkeiten im Meer rumschwimmen und Geld sammeln. Das ist jetzt eigentlich nicht die Möglichkeit. Psst, was? Hey, Chor, was willst du? Psst, schrei nicht zu. Okay, okay. Kannst du mir einen Gefallen tun? Für dich nie wieder. Hier, bring diesen Strauß Blumen zu Avan. Ich mache bei euren Geheimstreichen nicht mehr mit. Mein Streichen. Es ist diesmal wirklich ein Streich. Und wo hast du denn den Strauß her? Ich habe ihn selbst gemacht. Das ist wirklich keine Überraschung. Kannst du ihn noch völlig zu Avan bringen? Okay, versprochen. Lässt sich auch immer wieder überreden. Bring Avan den Strauß Blumen von Paddy. Die macht auch bei jedem Scheiß mit. Lernt sie nach dem 4., 5. Mal lernt sie die Ohren nicht mehr. Daraus. Von Gemeinheiten dieser Damen. Vielleicht können wir erstmal dir helfen. Go, hör auf zu faulenzen, das darfst du. Darf nur ich. Habe ich denn noch nicht genug Fisch für dich? Ich habe doch hier. Brauchst du einen präzisen Fisch? Präzise Fischsorten. Ach ja, Zander und Wels. Ja gut, dann erstmal mit ihm reden. Kura, brauchst du etwas? Ich habe etwas für dich. Von einer der Marktfrauen. Nicht so laut. Okay. Sag mal, und jetzt hier von. Der muss wohl von Pretty sein. Sie ist so lieb. Ich verstehe. Hier, bring ihr diese Erdbeeren. Das sind ganz schön viele. Aber sie ist. Aber sei diskret, okay? Blumenstrauß gegen Erdbeeren. Naja, legen wir halt heute ein paar Sidequests. Bin so nervös. Warum? Die Menschen hier in Mara mögen meine ankorische Küche nicht. Aber ich denke, wenn ich mich wirklich anstrengen kann, ich einen besseren Koch werden. Ich könnte jedoch etwas Hilfe brauchen. Ich kann dir helfen. Bist du sicher? Zuerst brauche ich etwas frisches Gemüse. Kein Problem, ich bringe dir alles, was du brauchst. Ich hab doch nichts, was ich anpflanzen kann. Ich hab auch kein Geld. ja. Wo krieg ich Geld her? Hallo, wie geht's dir? Was hat er gesagt? Er hat mir diese Erdbeeren gegeben. Oh, dieser Avan, er ist zum. Stimmt etwas nicht?
Nein, es ist nichts. Ihr beide seid wirklich merkwürdig. Erdbeere. Quest erledigt. Du hast ein neues Rezept. Erdbeere mit Schokolade. Na, großartig. Kind, kauf etwas oder mach dich vom Acker. Ich habe kein Geld. Kannst du mir sagen, wo ich Geld herkrieg? Ich brauche ziemlich viele Sachen. Für die Nebenquests und jetzt auch für die Hauptquest. Okay, wir könnten uns zumindest mal... Also Weizensamen könnten wir uns leisten. Paprikasamen auch. Maissamen. Karottensamen. Was ist am klügsten? Pinienkerne könnten wir uns auch leisten. Rübe. Braucht man nicht für eine Quest eine Rübe? Können unser Zeug immer noch nicht verkaufen, das ist halt blöd. Wir müssen auch gleich noch mal mit dem Kollegen hier reden. Mit dem Noho. Der hat eine neue Quest für uns. Also die Zeitquests gehen scheinbar niemals aus. Wer braucht jetzt hier noch mal Früchte? Ach ja, er braucht eine rote Beete und Salat. Ja, kann ich leider gerade nicht. Senatsamen könnten wir pflanzen. Das könnten wir uns momentan leisten. Na dann kauf mir gleich doch mal. Geh mal. Senatsamen. Können wir zumindest mal wieder pflanzen. Dann haben wir jetzt kein Geld mehr für die Tauchbrüllen, aber. Gut, vielleicht läuft es wirklich darauf hinaus, dass wir offscreen Stunden, Tage lang im Meer rumschippern müssen und da Geld sammeln müssen. Vielleicht ist das hier die Einnahmequelle. Ansonsten gehe ich jetzt mal zurück zur Heimatinsel und pflanze erstmal Salat an, damit wir erstmal was zu tun haben. Gut, Noho. Kua, wie gefällt es dir auf unserer Insel, Quedis? Es ist wirklich schön hier. Dann sollten wir dafür sorgen, dass es auch so bleibt. Quedis wurde vor tausenden von Jahren erschaffen. Als Kugel noch jung war und es noch nicht einmal ein Meer gab, erhob sich Quedis aus den tiefen Erde, erstreckte sich in Richtung des Himmels. Als Kugel dies sah, war sie erstaunt. Quedis war damals eine tote, unfruchtbare Einöde. Schluck. Es ist eine lange Geschichte. Ich hoffe, dass du Zeit mitgebracht hast. Das ist wirklich nicht nötig. Nun gut, wie auch immer. Was ich damit sagen will, wenn du Müll sehen solltest oder Müll aus dem Meer fischst, wirf ihn in einen Mülleimer. Du findest auf der ganzen Insel Mülleimer. Oh, was für eine großartige Idee, bei Mülleimer aufzustellen. Ja, das war Kalebs Idee. Wir waren einmal in Müllmeer, eine riesige Stadt südlich von hier. Sie ist voller riesiger Gebäude und die Leute dort sind immer gestresst. Und es ist wirklich schmutzig dort. Er hat mir gesagt, dass er niemals an einem Ort wie diesem leben könnte. Du kannst dir vorstellen, was passiert, als wir nach Quedis zurückkamen. Ja, das kann ich. Bring mir etwas Müll und ich zeige dir, wie die Mülleimer funktionieren. Okay. Ein bisschen Apfelmüll finden. Der verschwindet, Kua. Der jagt mich schon wieder weg. So, Müll sammeln müssen wir. Du bist kein Müll. Müll wird sich wohl nicht so schwer zu finden sein. Den Mülleimer können wir zwar schon bedienen, aber mein Name ist erstmal eine Quest. So in der Stadt mal ein bisschen nach Müll suchen. Müllsucherin Kua. Jetzt sammeln wir für die schon den Dreck von den Straßen. Tja. Hier ist Müll. Aber nur die Sorte von Müll. Ich brauche die andere Sorte. Salat. Ich nehme mal ein bisschen Salat. 7 Stück. Jetzt müssen wir nur noch irgendwo rote Beete finden.
Zwiebeln. Vielleicht gibt es auch noch irgendwo ein Zwiebelfeld hier auf Schwedisch. Dann könnte man die Quest so erfüllen. Du müsst mal in die Hintergärten gucken. Vielleicht bringt das ja was. Das könnte ich ja wirklich vielleicht auf Quedis. Vielleicht gibt es hier doch irgendwas. Was wir aus fremden Gärten klauen könnten. Müll. Ich suche Müll. Hat jemand Müll für mich? Ich mag Müll. Oh, hallo. Können wir jetzt hier reden? Können wir nicht. Schade. Mein Bein ist taub geworden und ich kann mich nicht mehr bewegen. Tut mir leid für euch. Der hat eine Band gegründet. Müll, 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 Müll. Liegt hier noch irgendwo im hohen Gras Müll rum. Ein wildes Pokémon erscheint. Im hohen Gras. Müll, 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 Müll. Hat jemand Müll für mich? Hier kommt der Müllmann, Müllfrau. Müllabfuhr. Kein Müll. Wenn man den mal dringend braucht, dann gibt es hier keinen. Skandalös. Ich habe nicht genug Geld. Natürlich hast du nicht genug Geld. Soll ich mal ins Reichenviertel gehen? Hier liegt doch bestimmt irgendwo Müll rum. Mülltonne wühlen. Hier wird es schon Abend. Müll, 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 ja. Ja. Nee. Hasi. Sie haben Anwesen. Das reichen Typen. Wenn wir wohl nichts finden. I need the Müll. I need the Müll. Hier am Ufer liegt vielleicht irgendwo Müll rum. Könnte ich mir vorstellen. Der Kollege hat mal wieder die Seiten gewechselt. Ist mal wieder von A nach B gespuntet. Das ist ein Apropos. Der braucht neue Farben. Tja. Setzen. Hübsch. Ja, gut. Irgendwie kriegen wir die Zeit doch hier mal totgeschlagen. Auch wenn es nur Müll sammeln ist. In Samanmara gibt es immer eine kleine Nebenquest, die zu tun ist. Ansonsten angeln wir gleich wieder. Und für die Dame hier, die feine Dame, Katzendame. Ein bisschen was zu finden, womit wir ihre Quest erledigen können. Jo. Müllofazi. Okay, hier komme ich nicht durch. Ich mache mich mal zurück zum Kutter, um da mal zu schlafen. Sonst gebe ich hier noch Anstrengung um. Vielleicht finde ich irgendwann noch mehr Müll im Hafen. Vielleicht finde ich zufällig im Hafen ein bisschen Müll. Also erstmal hier aufs Schiff gehen. Schlafen. So.
Bis zum nächsten Morgen. Wenn nicht, dann fahren wir mal mit dem Kutter ein bisschen um die Insel. Vielleicht finden wir am anderen Ende der Insel so ein bisschen eine Anlegestelle. Das wollen wir auch nochmal machen. So ein bisschen die Insel von anderen Seiten erkunden. Das war ja auch noch ein Ziel, da mal zu gucken. So Müll, sag nicht, liegt nirgendwo Müll rum. Sonst doch immer so. Liegt Müll. Aber nicht der Müll, den wir brauchen. Ach, ist das das, womit wir hier Wasser abfüllen können? Natürlich füllen wir uns Wasser in eine Glasflasche ab, die hier rumlag. Gut. Ich schippe mal hier erstmal immer um die Insel, damit wir auch hier mal ein bisschen was mitbekommen. An anderen Orten anlegen. Hier ist Müll. Hops, ich mal. Da stand Postkrabbe. Das sollen wir ja für den Kollegen sammeln. Look, Ganon. Ganon? Und Luna Buna. You made it in the game. Miau. My perfect kitties. Love, Mami. Blushwolf. Okay. Oh. Wärmel. Reicht das jetzt schon für die Quest? Fürs Müllsammeln? Ach, drei Seiten voller Quests haben wir jetzt hier schon. Das ist ja hier wirklich... Ja, wir haben genügend. Wir können wieder zurück. Spüren wir später noch um die Insel. Willst du jetzt hier erstmal Müll abgeben? Du willst Müll haben. Kriegst du Müll. So, dann zeig mir mal, wie das Müll funktioniert. Das Müllrecycling. Hier, ich habe Müll aufgesammelt. Sehr gute Arbeit. Zuerst wirfst du ihn hinein und dann das System funktioniert. Das ist die einzige saubere Art und Weise, Müll loszuwerden. Das ist großartig. Du kannst dir zu Hause auch eine Mülleimer aufstellen. Zu einem fairen Preis. Wie fair? Sehr fair. Du kannst ihn im Laden kaufen und dann in der Nähe deines Hauses aufstellen. In Ordnung. Nicht in Ordnung, ich habe kein Geld. Nur noch 7 Münzen. Ich sehe schon, das läuft wirklich darauf hinaus, dass wir hier durch die Meere ziehen. Lässt mich an mich selbst in jüngeren Jahren und Erfahrung von der Potenzial. Immer habe ich einen riesigen, funkelnden, orangenfarbenen Fisch gefangen. Er war wunderschön. Wir haben ihn zurück ins Meer gesetzt. Caleb hatte Mitleid mit ihm. Ich hatte sogar etwas Angst vor dem Fisch, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, dass er sich an uns erinnert, wo auch immer er sein mag. Vielleicht wächst er immer noch, wenn er eines Tages groß genug sein sollte, um unsere gesamte Insel zu verstehen, auf welche, dass er uns verschont. Das wäre wirklich nett von ihm. Das stimmt. Es gibt bestimmt einen Grund, warum du mit dieser Geschichte erzählt hast, oder? Ach, richtig. Ich könnte dir helfen, einen wirklich nützlichen Angelausrüstung zusammenzustellen, wenn du daran interessiert sein solltest. Und was willst du als Gegenleistung? Ich brauche ein paar Baren Silber. Ich arbeite gerade an einer Reihe versilberten Souvenirs aus Mara. Wunderschön. Touristen werden sie lieben. Welche Touristen? Die werden schon kommen. Silberbaren. Okay, die können wir bestimmt noch abbauen. Ich brauche Geld. Wintertauchausrüstung. Modellboot. Oha, ist aber teuer. Gut, das sieht nicht so toll aus. Unsere finanzielle Lage ist nicht sehr zufriedenstellend. Ist wie versprochen, schippern wir mal ein bisschen um die Insel. Warum nicht? So. Mal ein bisschen an anderen Orten anlegen. Hier haben wir auch schon angelegt.
Das ist der Strand. Ich versuche mal auf die andere Seite. Auf die andere Seite auf live zu kommen. Hier ist eine Krabbe. Die könnte man auch anlegen und da mal hoch. Und da waren wir aber auch schon. Das ist kein so geheimer Secret. Ich glaube auch hier jetzt kein Secret zu finden, aber ja. Hier können wir am Strand anlegen und hier mal zum Madame hoch, den Leuchtturm. Ist doch hier der Leuchtturmstrand, oder irre ich? Hier liegt doch Müll rum. Tja. Hier Eisen. Können wir das sammeln? Eisenbahn muss ich mitnehmen. Das sieht nicht gut aus. Da brauche ich erstmal einen besseren Hammer für. Das Boot steht noch da. Sehr gut. Das sind wirklich keine Eisenbahn. Sehr schöne Musik im Hintergrund. Ich brauche einen besseren Hammer. Ja, ist klar. Sind das nicht genug Eisenbahnen? Sind das nicht schon welche? Eisenbahnen. Metall. Okay. Kann ich die nicht umschmieden? Okay, hier können wir den Questvorgang sehen. Rot Beta. Ja, 400 Münzen müssen wir auch noch sammeln, um seine Schuld abzubezahlen. Quedis, okay, das war klar. Kriegen wir das Fass? Ja. Das Tinte. Das haben wir durch irgendwo anders verschenkt. Ich habe hier durch einiges vermasselt. Silber, wirst du? Ah, okay. Na, Papa braucht Stifte. Das Wichtigste ist erstmal hier die Hauptquest. Mache weiter mit der Aufträge von Moon fortzufahren. Wer auch Moon ist. Wo waren hier nochmal Seite 1? Wir suchen nach so in der Gegend, die Sami auf der Karte markiert hat, nach dem Verlassversuch im Halskette. Tja. Muss ich mir noch mal in dem Let's Play angucken, wie ich das mit dem Tauchen mache. Das habe ich noch nicht so gut hingekriegt. Ich glaube, wir fahren erstmal zurück zur Insel und pflanzen mal Salat an. Ich habe ja jetzt Salatsamen entdeckt. Und irgendwann können wir vielleicht durch die große Stadt erkunden, die ja der Kollege schon genannt hat. Hat ja der Kollege am Kai schon gesagt, dass sie sich damals nicht wohlgefühlt haben in der großen Metropole auf der See. Bis auf zur Heimatinsel. Zurück zur Heimatinsel. So, hier mal ein bisschen Pflanzen. Wieder ein bisschen Pflanzen säen. Ist mir dann gesagt. Gut. Ich im Hops vom Boot. So, angepflanzt. Damit wir da ein bisschen was auf dem. Oh, Baumwolle haben wir auch mit dabei. So einmal sehen. Haben wir denn nur einmal. Vielleicht ernten wir ja ein bisschen was wir wieder anpflanzen können. Mal schauen. Dreimal Baumwollsamen. Sehr gut. Da wären 5 draus. Da können wir vielleicht ein bisschen Salatköpfe wieder anpflanzen, hoffentlich. So, zumindest Salat und Baumwolle hier.
anbauen können. So, Kompost. Nicht Kompost, sondern Dünger. Sehr gut, so muss das. Hier mal rüber. Das Feld. Sehr gut. Gut gedüngt. Dann muss es noch gegossen werden. Dann wächst das. Sehr schön. Koa wird zum Landwirt. Zur Landwirtin. Sehr schön. Wachse mein Feld. Küche Brombeersaft herstellen. Sehr schön. Eimer können wir herstellen. Dünger können wir herstellen. Stellen wir Dünger her. Sehr schön. Wofür auch immer wir Dünger brauchen sollten. Stoff brauchen wir hierfür noch. Faden. Seil. Ich hole mir mal ein Seil. Papier. Tinte können wir noch nicht. Oh, Tintenfisch. Pflanzenöl. Brauchen wir, glaube ich, momentan nicht, oder? Ich wüsste nicht wofür. Werkstatt. Keine neuen Sachen da. Ja, mal ein paar Äpfel pflücken. Vielleicht gibt es auch schon ein paar Kirschen. Äpfel. Dass einer verpufft. Und dies wohnt. Na dann. Vielleicht gibt es hier Eisen drin. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Silber meine ich natürlich. Silber bräuchten wir. Silberbarren. Kraftmuster. Ja, haben wir hier was? Käse. Ich glaube, den behebe ich mir. Den nehme ich mir erstmal auf. Kann separat gegessen werden oder zum Kochen verwendet werden. Äpfel. Davon haben wir genug. Ja, das bringt durchaus. Das bringt was. Kirschen hier noch keine. Ja, gut. Als ich eben auf den Timer geguckt habe, haben wir auch schon die halbe Stunde voll gehabt. Dann würde ich diesen Part jetzt hier beenden und jetzt langsam mal Schluss machen. Ja, ausnahmsweise mal nicht eine Stunde am Stück spielen, sondern hier jetzt schon mal Schluss machen. Auch einen besseren Hammer, ja, ist klar. Den müssen wir uns auch, den kriegen wir vielleicht auch irgendwann mal, wenn wir die Quests mal erledigt haben. So, hier wird es auch schon abends, dann gehe ich hier mal schlafen und dann sage ich schon mal, da mich nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und man sieht sich. Hauter Renner. Ciao, ciao.